Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Wir sind ja hier im, ja, im Verlies des Abgrunds, also im 60er Abbey und wollten uns hier ein bisschen rumschnetzeln. Zum Ende der Folge sind wir nochmal, ja, draufgegangen. Das will ich jetzt natürlich verhindern und eigentlich auch den richtigen Weg nehmen. Ja, doch, wird schon der richtige sein. Ich glaube, da sind wir schon gegangen. Müsste schon hinhauen. Oder so ähnlich zumindest. Nee, den Weg hatten wir nicht, aber wir kommen auf jeden Fall in den richtigen Raum, habe ich beschlossen. So. Wir nehmen jetzt alles mit. Alles, was wir finden können. Machen wir erstmal den Raum klar. Bevor wir dann in den nächsten weiterziehen, weil der hier ist ein bisschen leerer und ihr habt ja vorhin schon gesehen, das hat uns doch arg was gekostet. Die brauchen nur einmal richtig zuhauen und schon tut das weh wie nichts Gutes. Plupp. Und bevor uns hier so viele am Hintern hängen, machen wir sie erstmal weg. Das Kitzelt hat sich den Titel mittellos verdient. Glückwunsch, Kitzeli. Wenn ich auch nicht weiß, wie ich ihn sonst nennen soll. Das Kitzelt ist irgendwie ein komischer Name. Klingt irgendwie immer wie der Schaden, den mir ein Mage macht. Guck mal, hier drin gibt es auch Siegel. Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich wollte eigentlich in den Raum hier genau pumpen. Hopp. Und gucken wir mal. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr gegen eine Säule rennen. Säulen sind Gift für Jäger. Bom. Uiuiuiuiuiui. Das ist aber auch ein ganz schöner Betrieb hier drin. Aber man sieht schon, dadurch, dass die so viele, extrem viele Leutchen sind hier drin, kommt man natürlich da mit den mit dem Abbey hier ein bisschen besser zurecht, als wenn man in Verlies geht. Die bringen zwar mehr XP alle, sind aber nicht ganz so viele. Und hier ist schon ein ganz schöner Stau. Also Orks scheinen sich hier drin zu vermehren wie Karnickel. Oder wie, falls es jemand kennt, wie, wie hießen die Dinger denn? Tribbles, genau, wenn jemand Star Trek kennt. Da gibt es ja auch ein paar außerirdische Lebensformen, wie so ein kleiner Wollknäuel, so ein Plüschtier, das schwanger geboren wird. Ein Tribble halt. Sind immer für einen Spaß gut, die Viecher. Plim plim. Lalalala. Oh, da vorne gibt es Lebenstränke. Da nehmen wir natürlich was mit. So, mittlerweile ist es etwas ruhiger geworden im Raum. Weil die Hälfte ja schon tot ist und die andere Hälfte respawnt. Den Pinky versuche ich mal aus dem Weg zu gehen. Und was ist hier geplimplimt? Ein Saphir. Okay. Ich glaube auch nicht, dass es der war, der geplimplimt hat. So, den Trank, kann ich den mitnehmen? Nein, kann ich nicht mitnehmen. So, jetzt rennen wir nur noch Dings hinterher, dann kann ich auch mal hier ab, kurz anstehen bleiben. Ein Glückslegs, das nehmen wir auch mit. Hopp. Ja, damit. Dankeschön. Goldsatz brauche ich jetzt nicht direkt. Und dann sammle ich mir mal hier den Rest in der Mitte ein. Kann ja nicht sein, dass wir hier die Hälfte liegen lassen. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. Du auch, komm mal mit. Jawohl. Die Mage nehmen wir auch mit. Hopp, hopp, hopp. Zack. Tote Mage. Und hier weiter. Plim, mein Dings Xia. Ja, das gibt's hier drin sehr gut und sehr häufig. Ist doch nicht schlecht. Oh, der Misthaufen hat den ersten Platz im, Ski-Turnier gewonnen. Glückwunsch, Misthaufen. Und eine ungeöffnete Karte. Naja, da wir hier drin noch nicht waren, aber das alles Orks sind, das wird das wahrscheinlich auch nur eine Ork-Karte sein. Aber es zählt ja nichts. Nehmen wir trotzdem mit. So. Meldet euch Fino an. Ide Manning schreit, nö. Ich kann leider nicht. Ich würde gerne Fino gehen. Fino fetzt. Spinne ist leider noch nicht gut besucht. Momentan. Manu. So, hopp, 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 hopp. Ich nehme mal hier die Karte mit. Zack. Aua, rote Kristallohrringe. Ja, also droppen tut hier genug. Kann ich mich nicht beschweren. Und Mobs sind ja auch genug. Kann man sich auch nicht beschweren. Plumm. Schreien sie. Ein Ring. Topazring der Tapferkeit nehmen wir mal mit. Weil tapfer bin ich doch wohl, dass ich hier drin rum durch die Gegend schlender. Lalalala. Ich will endlich mal im Verlies. Da war ich lange nicht mehr in dem Verlies. Das kennt man vom alten Fiesta sozusagen gar nicht. Da hat man sich hier drinnen verdammt lang aufhalten müssen.
Und jetzt sind wir hier nur drin, weil wir keine Lust auf Grünlinge haben, sozusagen. Und mal ein bisschen Abwechslung reinbringen wollen. Ja, so ist das, so ist das. Hopp, ein Krieger. Ein Kriegerli hinten. Folgen mir immer noch ein paar Pinkies, die ich hoffentlich erwische mal irgendwann. Ja, jetzt habe ich sie weg. Zack. Wow. Die Magierin ist wieder respawned. Nehmen wir mal mit. Hopp. Und hepp. So, jetzt ist sie tot. So wie sie es gehört. Wie viel gibt die? 2100. Oh, gar nicht schlecht. Lalalala. Wir können ja auch mal in einen anderen Raum gehen. Wir brauchen ja nicht immer nur den nehmen. Wir haben ja noch, glaube ich, noch einen größeren Raum. Und zwar unten rum. Ich mach mal hier noch ein bisschen was weg. Und dann laufe ich mal in den anderen Raum. Ich glaube nicht, dass der besetzt ist. Um die Zeit... wie gesagt, früher war hier drin mehr los. Um die Zeit glaube ich schon gar nicht jetzt momentan, dass da was besetzt ist. Also gehen wir einfach mal durch. Plup. Ein Siegel der Verfolgung. Ach scheiße, das nehmen wir mit. Brauchen wir für Tränke und so. Wisst ihr ja. Plup. Keyorg des Abgrunds, zwei Stück. Alle bitte mitkommen. Will ja nicht umsonst hier durchlaufen. Hier drin kann man, glaube ich, auch keine Reittiere verwenden. Geht ja nur um Verlies. Insofern ist auch nicht so wild. Rennen wir halt so durch. Bumm. Wollen wir mal gucken, dass nichts droppt, was wir eventuell gebrauchen könnten. Aber jetzt sehe ich nichts. Jetzt wieder. Nee, da auch nicht. Gucken wir mal. Das ist ein ziemlich langer Weg hier unten. Am Anfang, wenn man relativ schwach ist, reicht eigentlich dieser Weg schon fast aus, um gut zu leveln. Also man kann hier durchaus mit Level 59 beispielsweise reingehen und hier drin leveln. Oh, guck mal an, da ist doch jemand drin. Ja, dann drehe ich wieder um und nehme halt den anderen Weg. Nehme ich die andere Kiste, brauche ich nicht den Leuten hier auf den Geist gehen. Oder ne, wir gehen mal oben in den anderen Raum, der ist noch ein bisschen größer. Geht auch. Hopp. Ich mache das so, ich gehe hier außen vorbei. Bilalo kann ja hier leveln, was er will. Ich laufe nur durch. Komm, ein Topaz-Ring der Reinigung nehmen wir mal mit. So. Keine Sorge, ich nehme dir nichts weg. Ich gehe nur durch. Da liegt auch ein Rubinring. Hier drin ist übrigens PvP-Gebiet, also sollte man da schon aufpassen, wen man hier auf die Füße tritt. Lalalalalala. Sag mal, läuft der auch weiter? Scheinbar. Na gut, dann kann ich auch hier alles mitnehmen und gehe einfach in meinen alten Raum zurück. So. Vielleicht läuft er ja Ringlein. Kann ja sein. Wer weiß das schon. Ich nehme hier einfach alles mit, sammle es ein. Kommt mit, Leute. Wir gehen wandern von einem Raum zum anderen. Lalalalalala. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wann wir hier reingegangen sind. Es geht natürlich nicht unendlich schnell, extrem schnell voran, gerade weil wir ja schon Level 65 sind. Aber ich denke mal 1-2% werden wir schon gemacht haben hier drin. Fürs nächste Level. Wir sind jetzt bei 65,45, mal schauen. Bis 50% kann ich immer drin bleiben. Guck mich mal hier um. 1-2 Folgen oder so. Komm. So, hier, den Jäger haben wir auch um. Komm. Und alles mitnehmen hier und alles tot machen und alles überhaupt. Plupp. Wieder irgendwas gepluppt. Das Zeug alles weghauen. Au! Wie sie immer schreien. So überrascht. Als würden sie es nicht schaffen. So, was ist denn da gespawnt? Ist getroppt? Ist da irgendwas getroppt? Kam so komisch bei euch? Nö, nix. Na gut. Nehmen wir alles mal mit. Also wie gesagt, zum Farmen, Materialfarmen ist es auch hier drin sehr gut geeignet. Kann man immer sehr gut reingehen. Und viel verhauen und so. Plop, plop, plop. Wir gehen mal weiter. Immer die Fahne im Weg. Da hinten rennt ein Krieger rum. Ich hoffe mal, die sind nicht so, dass die mich hier außerhalb... Nein,
der Raum ist frei geblieben. Kann ja auch mal passieren, man sucht sich einen anderen Raum und auf einmal merkt man, meiner ist voll, da sind schon Leute. Sollte man natürlich sein, nicht machen, dass man da unbedingt drin rumrennt und dann halt alles wegmacht. Ja, nee, muss nicht sein. Wobei natürlich gerade hier eigentlich schon Mob, beziehungsweise hier Spawn-Eroberung durchaus erlaubt ist, deswegen ist es ja PvP-Gebiet. Aber muss nicht sein, ich bin da immer friedlich und freundlich und lasse es eigentlich grundsätzlich. Das war knapp. Da war wieder eine Säule im Weg. Das hätte mich gleich wieder erwischt. Wir bleiben in dem Raum. Ist eigentlich eine gute Ausbeute hier drin. Guck, 56% haben wir schon. 46. Das geht schon mit der Geschwindigkeit. Da kann man zusehen, wie wie der Balken steigt. Ist jetzt nicht, wie gesagt, Optimum. Aber es geht gut. Es ist okay. Wir hätten uns natürlich auch, als wir den Dings uns geholt haben. Oh. Das ist ein dicker Leck. Mist. Ja, dass mich das erwischt, das war so klar. Okay, dann müssen wir mal zurück. Hätten wir 55%. Ich hätte mir natürlich auch den Dingsbuff raushauen können. Wie spät haben wir es denn? Nee, eine ganze Stunde schaffe ich nicht mehr aufzunehmen. Sonst hätte ich mir jetzt noch eine XP-Buff, Dings oder so eine XP-Rolle draufgehauen. Aber naja, zählt nichts. Wir machen auf jeden Fall weiter. So, muss noch gucken, wo muss ich lang? Hier lang. Gehen wir hier lang. Weg ist Jacke wie Hose. Hopp. Und das hier. Und zack. Ja, jetzt draufgegangen, das zählt natürlich nicht. Ich bin ja nur wegen dem scheiß Leck draufgegangen. Sowas kommt natürlich in den besten Familien mal vor. Passiert. Lässt sich nicht vermeiden. Lecks, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, sind der größte Feind eines Jägers. Weil man da stehen bleibt. Und allein deswegen. So, ich könnte natürlich auch... Mal gucken, ob ich finde. Quatsch, hier nicht. Hier, Aktionen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Irgendwo muss es doch sein. Da, Auto laufen. Leg ich mal mehr hier rüber. So kann es nämlich auch passieren, dass man weiter Auto läuft, während der Leck nicht da ist. So automatisch jetzt laufen an. Ich lasse die Taste los. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal geht es nämlich nicht. Wenn ich jetzt wieder auf die Taste drücken würde, würde er wieder automatisch aufhören. Oh, das war's schon. Auch wenn man quasi ein eigenes Ziel vorgibt. So, automatisch laufen wieder an. Am besten immer unten in die Liste gucken, wenn man das so macht. Dann sieht man es besser. Aber auf jeden Fall lässt sich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, entspannter steuern, weil ich nicht permanent eine Taste gedrückt halten muss. Und gerade wenn man hier drin ist, schade das auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, der Vorteil ist, auch bei einem Serverleck, also vom Verbindungsleck, kann es durchaus sein, oder ist es in der Regel so, dass wenigstens dein Charakter weiterläuft, wenn er nicht gerade gegen eine Wand läuft, ist das durchaus überlebbar dann. Selbst solche Megalecks, wenn du gerade ja am Anfang eines Raumes warst. Und hepp. Und weiter. So, was hier? Wir haben uns einfach alle umgebracht jetzt gerade vorhin. Das geht so nicht weiter. Muss man sich ja rächen hier. Schließlich haben wir einen Prozent verloren. Aber das haben wir ja schon fast wieder. Insofern ist nicht so schlimm. Schlimm. Und nochmal. So, hopp. Und hier durch. Oh, guck mal, da ist ein Lebenstrank. Den kann ich ja mal mitnehmen. So. Der Vorteil ist natürlich, dass man jetzt auch nicht sich unnötig verrenken muss, wenn man halt noch was mitnehmen will. Dafür hat man ja jetzt die zweite Taste sozusagen frei. Hopp. Au, wie sie alle schreien. Tut mir ja fast leid. So, zum Abschied hat er nochmal einen Dreifachschlag gemacht, der Krieger da. Der einzige Nachteil ist, dass man nicht halt nicht zurückschauen kann, weil man ja automatisch dann zurück in die Richtung läuft. Das ist der einzige Nachteil beim Autolaufen, aber ansonsten ist es schon ein Vorteil, wenn man hier ganz entspannt einfach nur durch die Gegend ziehen muss. Ich muss nur noch lenken und mein Bolzen rennt von allein. Gibt es ja in vielen Spielen Autolauf-Optionen. Fiesta logischerweise auch. Und hat schon was. Für solche großen Räume nutze ich den in der Regel immer. Ansonsten, ja, muss man ihn nicht nutzen. Kann aber durchaus machen. Plopp, au. Das nächste Mal könnte ich ja eigentlich mal versuchen. Beziehungsweise das nächste Mal nicht, weil das nächste Mal ist nämlich gleich. Ich beende jetzt mal die Folge. Das übernächste Mal versuchen wir vielleicht mal uns im 70er Abbey ein bisschen durch die Gegend zu schnetzeln.
Okay, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschuhu, winken lasse ich mal selbst ein.